Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Ersteindruck von Convergence, a League of Legends Story. Riot Forge hat ein neues Game rausgebracht und ich sag gleich von Anfang an, Banger. Ist ein Banger-Game und wir gehen heute durch, warum. Es ist wirklich, meiner Ansicht nach, sehr, sehr gut und ganz großes Lob. Ganz groß. Es gibt nur wenige Kritikpunkte, die ich habe und die sind eher Geschmackssache, würde ich sagen. So, muss ich auch einfach so erwähnen. Ist Geschmackssache. Beginnen wir damit. Mucke ist super nice. Mucke ist übelst angenehm. Es ist immer wieder das Echo-Theme. Wer die Cinematics und so weiter gesehen hat, weiß quasi, was ich meine. Also es ist sehr schön. Heute erkläre ich euch, wie geht das Game, warum finde ich es besonders gut und warum ist es für 30 Euro ein Spiel, oh mir ist ein Fehler passiert, ne, warum ist es für 30 Euro ein absolutes, also ist wirklich sehr gut. Riot Forge hat da, finde ich, enorm viel richtig gemacht, die Essenz von Echo, muss man halt sagen, eingefangen und wirklich, ja, zum Leben erweckt, also muss man es ganz einfach sagen. Beginnen wir erstmal damit, dass natürlich der Hauptprotagonist Echo selbst ist. Okay, die Geschichte selber, ich weiß nicht, ob sie Canon ist, das kann ich noch nicht sagen, spielt aber, wer Arcane gesehen hat, nach Arcane. Also es ist schon quasi einiges passiert und wir erleben die Geschichte von Echo, der sein Leben in Zaun, verbringt. Zur Story möchte ich jetzt ganz wenig sagen, ich finde, die solltet ihr selbst erleben. Das Gute ist aber, ich kann jetzt in einen Bereich gehen, durch den wir uns einfach durchprügeln, ne? Und das Gute an dieser Durchprügelei ist, dass ihr nicht gespoilert werdet, okay? Also ich versuche jetzt halt wirklich möglichst wenig Charaktere zu sehen und wir versuchen zu begreifen, wie das quasi funktioniert. Fangen wir mit den Dingen an, die das Game absolut legendär macht und das schon aus fast einer pädagogischen Sicht, okay? League of Legends Spieler sind absoluter Abfall. Okay, League of Legends ist natürlich ein tolles Game. League of Legends macht sehr, sehr viel richtig, aber League of Legends Spieler tendieren natürlich dazu, nur League of Legends zu spielen. Nur das. Es ist ein sehr einnehmendes Spiel. Das bedeutet, ich durfte in meinem Leben viele gute Spieler kennenlernen, die dann am Ende des Tages halt nur LOL gespielt haben, weil das halt so einnehmend ist, aber auch wirklich viele tolle Dinge beinhaltet, okay? Also nicht umsonst bleiben die Leute einfach so illegal hart auf LOL hängen. Ne? Das macht natürlich viele Sachen sehr, sehr richtig. Dieses Spiel introduced League of Legends Spieler mit einem Szenario, das sie kennen. Ne? Man kennt im besten Fall Arcane, so die richtigen Suchtis kennen das auch. Na, man kennt Echo. Und das Spiel selbst nimmt es quasi sehr, sehr, sehr ernst, anfängliche oder nicht erfahrene Spieler an die Hand zu nehmen. Das bedeutet nicht nur, dass das Tutorial einfach sehr, sehr gut war, meiner Ansicht nach, sondern es werden so ganz kleine Sachen den Menschen noch beigebracht, die man vielleicht, wo ich natürlich als Metroid Main denke, das ist ja süß. Na, das bedeutet, das Spiel selbst ist erstmal ein Metroidvania. Na, das bedeutet, wir haben hier eine Karte und die Karte wird immer größer. Es gibt Bereiche, wo wir noch nicht hin können. Und der Charakter selber sagt das dann auch. Okay, er sagt dann wirklich, ah, hier kann ich noch nicht hin. Anscheinend ist hier noch irgendwas das und das. Na, also es gibt dem Spieler die Möglichkeit, und das ist jetzt natürlich sehr anfängerfreundlich, und wie gesagt, ich erwähne das ja quasi bewusst so intensiv, ja, dass natürlich gefühlt erfahrener Spieler so einen Hinweis natürlich nicht braucht. Ne? Wer Metroids gespielt hat, weiß ganz genau, okay, ich habe jetzt hier keinen Double Jump oder ich habe keinen Dash oder ich habe kein Dies, ich habe kein Das. Ich kann da noch nicht hin, ich muss da erst später hin. Ne? Oder kann das Ganze erst später gut nutzen und so weiter und so fort. Ne? So wie man es kennt, man schaltet immer mehr Fähigkeiten frei und weiß dann quasi dann entsprechend auf den Gegner zu reagieren. Sehr schöne Sache, okay. League of Legends Spieler werden schön und seicht, sanft abgeholt und es wird ihnen ein neues Genre vorgestellt, meine ich. Und das ist ein Metroidvania. Super geil. Super nice. Okay, wirklich smooth as hell. Dann ist das nächste wirklich Wichtige. Steuerung, Mobilität, Flexibilität. Ein 2D-Plattformer gegenüber der meisten 3D-Games gibt eine Möglichkeit, sehr, sehr frei, sehr agil zu sein. Und die Bewegungen müssen flüssig as fuck sein. Okay, und das
haut hier absolut fantastisch hin. Na, ich kann mich hier durch die Kante bewegen. Ich kann im Combat entsprechend mobil sein. Und die geilste Funktion ever. Na, ich kann die Zeit zurückspulen. Kommen wir aber später noch. Das bedeutet, bezogen auf das Kampfsystem haben wir natürlich einen sehr entspannten Anfang. Wir können zu Beginn einfach gar nichts. Na, während ihr die Geschichte quasi erkundet, lernt Echo immer mehr. Echo ist ein krasser Erfinder. Sobald wir einen großen Boss legen, schraubt er sich irgendwas Neues dazu und kann eine neue Fähigkeit. Ich habe jetzt hier das Modul, wo ich fast alles, glaube ich, kann. Ich glaube, mir fehlt ein Double Jump oder sowas. Na, aber das ist so das Einzige. Sonst sind wir super mobil. Das Einzige, was nicht mobil ist, ist das. Wenn wir normal laufen. Normal laufen ist super shit. Also es ist einfach... Also es ist nicht schlimm, aber es ist einfach slow as fuck so. Ne, aber sobald du halt hier so eine Geschichte machst, beziehungsweise du... Oh, das hab ich geparried. Sobald du aber clean im Combat bist, ist es halt... Also bist du super mobil, ne? Und das Schöne ist, dass wieder die League of Legends Spieler natürlich abgeholt werden. Ne, das bedeutet, alles was wir hier tun, sind alles Echo-Fähigkeiten, die wir von LoL kennen. Also alles, ne? Die Leute, also die meisten werden natürlich bemerken, dass mir mein Schatten hinterherläuft. Dann haben wir quasi einen Dash, ne? Das bedeutet, das E haben wir zur Verfügung. Wir haben also die Möglichkeit, deswegen werden die Leute auch so anvisiert, ne? Zack, wir können einfach sofort hin, dem sofort einen aufs Maul hauen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen limitiert, ne? Wir können das nicht die ganze Zeit machen. Irgendwann ist dann einfach Schluss, weil sonst wäre es quasi OP. Das bedeutet, wir haben quasi die Möglichkeit, den E-Spell zu machen. Unsere Passive haben wir auch so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, die Echo Passive, weil unser dritter Hit ist einfach stärker. Und dann haben wir noch das W, ne? Das bedeutet, wir können hier ein Slowfeld kreieren, was die Gegner verlangsamt, was Geschosse verlangsamt. Also auch dieses Slow-Thema ist da. Und natürlich, na, wie hätte es anders sein können? Zack, wir haben die Ult. Na, das heißt, wir können zurück teleportieren und machen dann übelsten Damage an der Stelle, wo wir waren. Geil. Das ist so geil, ne? Wir haben einfach hohe Mobilität. So wie sich Echo quasi auch in-game anfühlen sollte. Und wir können auch die Fähigkeiten nutzen, die wir kennen. Die Fähigkeit selbst ist natürlich dann für andere Dinge da, ne? Es gibt irgendwelche Stampfsachen oder irgendetwas, was du halt dramatisch verlangsamen musst. Dann wird das quasi gecountert. Die letzte Fähigkeit, die Echo natürlich noch hat, ist das Q. Ne? Das Q kann ja auch abgefeuert werden. Das macht Gegnern Damage, gerade an der Stelle, wo es so ein bisschen, wo es langsamer ist, macht es besonders viel Schaden. Wir können es zurückholen, beziehungsweise wir haben jetzt sogar einen Trade, wo wir das Ding noch hin und her zwüseln können, also noch mehr Schaden am Gegner anrichten können. So geil. Okay, es ist wirklich smooth as hell und das Echo-Thema wurde einfach fantastisch getroffen. Also legendär. Und jetzt kommt das Allergeilste. Wenn wir einen Fehler machen, kann ja passieren, weil wir haben wenig Leben, okay? Die Leben sind links unten. Wir haben nur drei Leben. Ich habe jetzt gerade so ein Gerät drin, ein Locket, Socket System quasi, oder Trinket System, wie bei Hollow Knight ist das. Also super cool, ne? Da haben wir jetzt eins, wo wir mehr kriegen, mehr Zahnräder, aber Gegner haben doppelt so viel Leben und doppelt so viel Damage. Na, also wir haben im Prinzip nur zwei Leben. Also wir werden getwo-headed von allem. Und damit das nicht passiert, haben wir die Möglichkeit, die Zeit zurückzuspulen. Und das jederzeit. Das heißt, wir fallen hier runter. Oh, habe ich einen Fehler gemacht. Und können bis mit einem Mal, mit einer Benutzung, bis zu 8 Sekunden zurückgehen. Und da wird alles zurückgesetzt. Und es fühlt sich so gut an. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit machen, by the way. Also wir haben jetzt gerade 11 Aufladungen davon. Na, das bedeutet, wir sind zum Beispiel hier, verkacken, werden getroffen, verlieren übel viel Leben. Nope, wir wurden nicht getroffen. Na? Wir sind sogar wieder da oben, na, wenn wir wollen. So nice. Wisst ihr, wie fucking geil sich das im Fight anfühlt? Gerade bei folgender Spielmechanik. Und zwar, du kannst dann später noch einen Parry freischalten. Was ich natürlich liebe, ne? Parry ist die beste Spielmechanik in Game. Oh, mir ist was passiert. Ich habe es nicht mitgekriegt. I don't care. Spur die Zeit zurück. Ne? Und das ist natürlich für alles Mögliche. Für Parcours. Für Bossfights und so weiter halt möglich. Man kann dann natürlich trotzdem noch sterben, also keine Sorge, ich bin hier bei, also gerade bei Bossen kriegst du halt die absolute Flatter, wenn du plötzlich die Zeit nicht mehr zurückspulen kannst, okay? Das ist richtig, richtig scheiße. Man findet dann ein entsprechendes Material dafür, na, um die Zeit dann quasi zurückzuspulen. Upsala, siehst du, da wurde ich jetzt getroffen. Na, das heißt, wir machen das Ganze nochmal. Das Ding habe ich pariert, dem nochmal in die Fresse zurückgehauen. Na, das bedeutet, es gibt halt sehr, sehr viel Tools und man kann auch dann noch mal mehr mit dem Q arbeiten. Zack, gedatscht, pariert.
Na, das heißt, sie haben auch so einen normalen Iframe-Move, wo wir so ein bisschen nach vorne rollen. Und also ich glaube, in der Hand von absoluten Legenden sieht das halt wahrscheinlich... Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, habe ich doch nicht. Ist so geil, oder? Es ist wirklich so smooth. Na, es gefällt mir... Ey, es gefällt mir so doll. Na. Die Geschichte, das ist so der einzige Punkt. Wir gehen mal... Gehen wir den hin. Wir waren eigentlich schon mehr oder weniger... Ah, wobei, ich könnte hier nochmal hingehen. In das Anfangsgebiet. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Die Geschichte selber ist okayisch bisher. Ich habe natürlich noch nicht alles gesehen. Ich habe jetzt so knapp 4-5 Stunden oder sowas in dem Spiel. Und sie ist okay. Die ist auf Deutsch. Auf Deutsch klingt es schon sehr krass wie in einem Anime. Also die reden dann einfach so, als wenn sie einfach völlig geisteskrank sind. Naja, also es ist wirklich schwierig. Vielleicht ist es auch die deutsche Vertonung. Ich finde sie ja in-game ja auch... ist die Vertonung ja auch ein Meme eigentlich. No. Deswegen judge ich das jetzt nicht so hart. Ist einfach pure Geschmackssache. Ist aber okay. Also mir macht es persönlich Spaß, die Geschichte so ein bisschen zu verfolgen. No, das Elternthema ist so ein bisschen drin. Man selbst ist das Thema. Also wie man quasi mit Verantwortung und der Zukunft und so weiter umgeht. Und es dreht sich natürlich viel um das Universum rund um Piltover und Zaun. Bisher. Und spielt sich halt sehr, sehr cool. Sehen uns auch so ein bisschen an Ninja Turtles von damals, weil Gegner halt nicht wirklich sterben, sondern sie verschwinden quasi. Also sie blinken so zweimal und lösen sich dann auf. Deswegen, ja, also kann man mögen, kann man aber auch lassen. Ja. Ist, also ich bin mit allem fein diesbezüglich. Genau. Und das ist aber im Prinzip der einzige Kritikpunkt, den ich bisher hätte. Man könnte vielleicht noch sagen, dass ein paar Gegner-Schwankungen dabei sind. Also ich hatte einen, der war schon... Da musste ich schon sehr viel Repertoire benutzen, was ich zur Verfügung hatte. Also da waren wirklich neue Temps nötig. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich, wie gesagt, dieses Double-Damage-Tool die ganze Zeit drin habe und wirklich sehr, sehr gut kassiere tatsächlich. Also ich kriege halt übelsten Damage. Ne? Und der schwierigste Modus ist auch, glaube ich, so, dass du nur einen Hit oder zwei Hits aushältst. Das Gute ist aber, du bist halt nie instant death. Also das Spiel, wenn du in so eine Death-Situation kommen würdest, in so eine Insta-Death-Situation meine ich, dann sagt das Spiel dir Bescheid. Dann hast du die Möglichkeit, ein paar Sekunden, hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich spule jetzt die Zeit zurück. Wenn das nicht mehr geht, also die Ressource Zeit zurückspulen ist halt, wie gesagt, beschränkt, dann bist du dead. Und dann lädt er dich an einem neuen Punkt wieder, der aber oft fein ist. Also bei Bossen muss ich nicht mich irgendwie noch übelst lange durchprügeln oder sowas, sondern du kannst dann bam, 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 ein Attempt nach dem anderen probieren. Und für mich persönlich hat es halt unfassbar smooth funktioniert. Das Parieren selber geht nicht von Anfang an, by the way. Das ist ein Waffensystem in Anführungszeichen oder eine Fähigkeit, die man erst mit der Zeit freischaltet. Die kostet dann noch was. Das bedeutet, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ne? Hier fliegen die ganze Zeit so Zahnräder durch die Gegend. Oder Gegner droppen diese halt. Und wenn ihr die Zahnräder... Zack, pariert. Wenn ihr die Zahnräder ausgeben wollt, dann gibt es dafür so Händler, die dir, oder so Charaktere quasi ganz einfach, die dir neue Sachen beibringen. Und bei mir war es dann, ich glaube, das nennt sich dann Fertigkeiten. Es gibt Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne, das sind so Mechanics, die ihr quasi im Spiel lernt. Ganz gut erklärt. Ihr seht dann, mir fehlen noch drei. Also ein paar Sachen sind auf jeden Fall noch vonnöten. Ansonsten habe ich halt hier sehr viel Parieren reingesteckt. Ich werde hier fürs Parieren schon sehr hart belohnen, muss ich sagen. Und dann habe ich hier noch ein paar Moves, die ich noch nicht so... Also ich kann hier so einen Spin-Attack machen und ich kann dashen und angreifen. Ist ein bisschen schwierig, ich mag es nicht. Also X und B liegen ja gegenüber voneinander. Deswegen finde ich das ein bisschen unsmooth, was die Benutzung von dem Ganzen angeht. Ansonsten... hier fehlt mir der Jump, ne? Hier sieht man es wieder, da fehlt mir leider der Sprung. Ansonsten spielt sich das Game super smooth. Also ich habe wirklich die gesamte Zeit lang Spaß gehabt. War jetzt nicht einmal, also stuckt. Oder wenn, dann war ich halt so stuckt. Upsala, ja, wieder ein Fehler gemacht.
Na, oder ich war dann, wenn dann halt so stuck, dass es für mich etwas Angenehmes war. Hier ist übrigens das Coole, ne? Ich habe jetzt gerade die Zeit zurückgespult, weil mich der Schuss getroffen hat. Und dann kann ich zurückspulen und den verkackten Parry zack, wieder gut machen. Zack. Es ist so. Also vor allem macht der Parry auch wirklich viel Schaden. Das muss man auch so ein bisschen bedenken. Das Parieren selber macht stupid Damage. Also, man wird auch hart dafür belohnt. Vor allem, weil auch der Parierungsschaden AOE ist. Also, ich habe jetzt gerade ein Geschoss pariert. Und weil ich da so eine Wolke um mich drumherum mache, beeinflusst die Wolke halt alle. Also, nicht mal die ich quasi parieren wollte oder pariert habe. Na, das ist ein bisschen... Das ist halt ein bisschen freundlich und ich denke, diese Freundlichkeit ist auch das, was bei Riot Forge sehr auffällt. Also bei Sylas, das war jetzt, ist kein Hades, das ist auch kein hier Curse of the Dead Guards oder sowas, wo man halt merkt, da ist ein bisschen mehr Power dahinter. Sondern es ist wirklich sehr hart, ich will nicht sagen Fanservice, aber es belohnt schon die Leute, die LOL mögen mit der Lore. So, das finde ich halt was Cooles. Und gleichzeitig bietet es aber den neueren Spielern, die dieses Genre noch nicht so richtig kennen, einen wirklich fairen Einstieg. So. Und das hier, gerade diese Ult, ist ja nicht nur, dass er für Echo etwas ist, ne, dass er ja das Beste aus der Zeit machen möchte, was ja auch so ein bisschen so, upsala, sein Thema ist. Sondern du hast Fehlerkorrektur. So, im Chat wurde dann bei mir sehr häufig gefragt, ja, kann man denn so sterben? Und die Antwort lautet auf jeden Fall. So, das ist, also Sterben ist hier definitiv ein Thema. Ne? Und funktioniert auch. Aber wenn man halt so richtig sich austoben möchte, ich spiele jetzt ja auch nicht mit super krasser Konzentration und ich spiele auch nicht mit dem Time Warp. Also ich kann ja noch AOE-mäßig Zeit einfrieren. So, die Taste lasse ich jetzt ja sehr weit außen vor. Wait, so. Guck mal, ob da noch was rechts ist, ob wir da noch hin können. Weil natürlich gehört zu diesem Genre Backtracking ja ungemein dazu. Ah, jetzt kann ich da hin. Das konnte ich vorher nicht. Sehr schön. Dann sehen wir hier auch nochmal was Neues. Genau, solche Segmente gibt es dann auch. Dass so ein bisschen Geschicklichkeit dazu gehört. Seht ihr, jetzt kann ich zurückspulen und zack. Und jetzt kann ich nochmal zurückspulen und nochmal zurückspulen und... Nee. So, warte. Also. Nee, ich hatte falsch, das sehe nicht. So, und dann... Genau, ich muss beides machen. Oh, das ist schwer. Das kriege ich nicht hin. Warte. Oh, das ist ja übel schwer. Warte. Warte, ich hab's gleich. Nein, es war zu schnell. Nein, jetzt kann ich dir zurück. Entschuldigung, wenn ich rede. Dann verkacke ich. Ne? Also im Prinzip musste ich meinen Teil da hinschießen. Und gleichzeitig. Upsala. Und gleichzeitig die Zeit zurückspulen. So. Ey! So. Wunderbar. Hat auch geklappt. First try. Ne? Und dann wird man halt belohnt. Die Belohnungen sind unterschiedlich. Manchmal ist was übel Geiles. Seltenes Seil, das ist sehr gut. Damit kriegen wir in der Werkbank neue Fähigkeiten freigeschaltet. Das bedeutet, wir haben ja hier diese Sachen und dann kriegen wir neue Dinge. Wir kriegen dann mit der Zeit immer mehr Material auch. Also wir müssen dafür Zahnräder zahlen und noch so eine extra Ressource. Und dann Phasensprung durch mehrere Gegner. Ne? Oder mit weniger Leben kriegen quasi ein spezielles Fahnenkreuz. Oh, hier ist ein Execute. Kann ich auch noch nicht. Na, also das ist natürlich super nice. Und macht dann entsprechend auch wirklich, wirklich illegal viel Spaß. Und ich kann sie Ihnen empfehlen. Also bisher meinerseits eine wirklich abartig große Empfehlung. Hier lang müssen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt nochmal runter. Piep, piep. Fahren jetzt nochmal runter, weil wir noch in den anderen... dunkleren Bereich wollen. So, also wie gesagt, Grundmechanik ist auf jeden Fall absolut illegal und müsst ihr bedenken, dass wir jetzt
Also, dass jetzt die Gegner auch gerade doppelte HP haben. So. Deswegen wirkt der Parry vielleicht so stark. Ich glaube, der Parry ist einfach jetzt eine normale Attacke. Und weil die ja auch quasi von dem Gegner kommt, ist sie doppelt so stark. Oder so. Weiß ich gar nicht. Genau. Wir erkunden jetzt oben hier noch so ein bisschen den Bereich, wo ich noch nicht war. Das ist natürlich vom Spiel auch sehr fair. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, sind Marker tatsächlich. Also bei Hollow Knight, es kann auch sein, dass die Karte einfach nicht so groß ist. So, das kann ich jetzt ja noch nicht abschätzen. Es kann sein, dass die Karte einfach nicht so groß ist und deswegen so extra Ortsmarkierungen nicht nötig sind. Aber ich persönlich bin immer ein großer Freund davon, wenn mir noch ganz genau gesagt wird, du brauchst da und da diese Fähigkeit. Sonst klappst du und drehst du so viele Runden, das kann auch irgendwie irgendwann vielleicht nervtötend sein. No. Aber es gehört zu einem Metroid dazu, dass natürlich Geheimnisse erkundet werden. Oh mein Gott, wie gut ich pariere. Schiere Masse an Parries. Bonk, bonk. Oh, es ist so smooth, Leute. Es ist wirklich ganz schrecklich smooth. Es kommt vielleicht ein bisschen unangenehm vor, wenn man das jetzt so den... hier brauche ich einen Jump, ne? Oh, wobei, ne, guck mal. Ey! Wait. So, okay, wir machen jetzt mal die hier fertig. Oh, Double Parry. So. Hab ich da was verpasst? Nee. Da sieht so aus, als wenn hier so ein Teleporter fehlt. Kann auch sein, dass ich da einfach nicht hin kann, ne? Aber wir versuchen noch mal weiter oben lang. Und whoopala. Das macht er übrigens automatisch. Ich muss quasi nur RT drücken, wenn ich an diesen gelben Dingern bin. Dann macht er ja automatisch so einen Spin-Move. Ich muss nur zur richtigen Zeit klicken. Upsala, jetzt wurde ich getroffen. Bonk. Nee, ich wurde gar nicht getroffen. Das war schon gut. Piu. Alter, das fühlt sich so gut an. Du siehst irgendein Geschoss und du bibbelbabbelst das einfach aus dem Leben. Ja, ich glaube, hier war ich schon, aber ich kann nicht da runter. Nee, da kann ich nicht hin. Das ist auch das ist geschlossen da oben. Seht ihr das? So eine Kiste habe ich auch schon. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Fähigkeit sein, die ich noch freischalten darf. Ja, aber ich kann hier nichts machen. Schade. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich da noch hin kann. Gucken wir jetzt da nach links nochmal. Und dann sollten wir hier eigentlich mehr oder weniger durch. Wir sind schon bei 23 Minuten. Sehr gut. Ich muss nämlich dann los. Ich zocke mit meinen Kindern noch Badminton. Und da habe ich mega Bock drauf. Bip. So. Genau. Aber eigentlich war es das mehr oder weniger. Also wie gesagt, ein paar Fähigkeiten gibt es noch. Für mich ist das... Oh, lol. Mich persönlich macht das jetzt aber schon extrem glücklich. Halt. So. Mich persönlich macht das jetzt schon... Ah, jetzt habe ich mich selber verarscht, oder? Okay. So. Okay, so habe ich es richtig gemacht. Ja, mich persönlich macht das jetzt schon super, wirklich super glücklich. Und ihr seht, also ich habe genug Zeit. Wait, wie komme ich denn da rüber? Ich muss wirklich ganz zurück. Sorry. Es ist irgendwann... Na, ist man gefühlt ja nur am Zurückspulen. Genau. Also, gönnt euch das? Hallo? Na? Es ist wirklich, ich bin absolut begeistert und die 30 Euro sind es definitiv wert. Also ganz, ganz schlimm. Na, ist auch offensichtlich keine Werbung hier. Aber dafür, für so das, hätte ich sehr gerne Werbung gemacht. Weil es wirklich extrem,
extrem leicht ist. Genau, ich überlege gerade noch. Ich zeige euch noch den Shop so, damit ihr so ein bisschen noch einen Ausblick habt. Das Spiel selber kam jetzt erst seit ein paar Tagen raus. Ich weiß auch noch nicht, wie die anderen Sachen aussehen. Ich glaube, Riot hat ja noch irgendwann mal ein MMO geplant. Da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen wollen. Boop. Machen wir noch eine schöne Ult hinterher. Die Ult fühlt sich einfach sehr gut an. Auch das Theme, dieses Echo-Theme ist die ganze im Hintergrund. Ich habe jetzt den Ton natürlich jetzt nicht auf Ultra töten oder so. No, aber das ist auch so eine Sache, die ich als super positiv empfinde. Und gerade dieses, wie gesagt, es wird nicht das Beste. Also es ist natürlich noch nicht auf Hollow Knight-Niveau oder sowas, aber das will ich gar nicht. Also ich will tatsächlich, dass es LOL-Spieler abholt, sie in eine andere Zone quasi bringt. Wir haben hier noch so Skins. Sie in eine andere Zone bringt, dass sie ein neues Game kennenlernen. Und sie lernen das neue Game kennen, indem sie etwas spielen, was sie bereits kennen, dass ihnen irgendwie familiar ist. Und das ist so gut gemacht. Es ist wirklich... Diese LOL-Affen, ne? Ich war halt genauso. Ich habe halt auch nur LOL gezockt, also super viele Games noch nicht gekannt. Klar, von damals noch, aus der eigenen Kindheit, noch irgendwelche RTS oder so. Ne? Aber ich bin so dankbar, aus dieser Zone rausgekommen zu sein und verschiedenen Games eine Chance gegeben zu haben. Und ich hätte hier sehr gerne, wenn ich jetzt jünger wäre oder sowas, dieses Spiel gespielt, durch LOL quasi kennengelernt. Und dadurch den Weg Richtung Hollow Knight gewagt. Und dadurch, also es ist übel gut. Just fucking do it. So, es ist wirklich freaking beautiful. So, es spielt sich smooth as hell. Und das sind jetzt, ich meine, ihr seht jetzt quasi nur, wie ich gegen so ein paar Pappgegner spiele. Die natürlich ein bisschen mehr Leben und sowas haben. Aber die Bosse hier und sowas sind auch super cool gemacht. Waren sehr unterhaltsam. Das ist die geilste Mechanik übrigens. Ich habe Parry dreimal verkackt. Und dann Parry. Oh shit. Parry ist übrigens auch Dashen. Nur zur richtigen Zeit Dashen. Also nicht, es ist nicht mal eine extra Taste oder so. Also sehr smooth gemacht, Leute. Ganz großes Lob. Absoluter Mega-Banger. Und ich hoffe auf weitere Spiele solcher Art. Holt diese rettet diese ganzen LOL-Idioten und zeigt denen geile Spielgenres. Das ist wirklich, ich warte noch auf das LOL-RTS. Das wäre sick. Gut, haut rein und viel Spaß beim Zeit zurückdrehen.